Hallo ihr Lieben, heute gibt es ein ganz besonderes Thema und zwar erzähle ich euch heute darüber, wie ich Mila daran gewöhnt habe, in ihrem eigenen Bett zu schlafen, ob es gut geklappt hat, wie es geklappt hat, was wir genau gemacht haben. Das werde ich euch jetzt alles erzählen, weil ich glaube, das ist für viele sehr spannend und einige haben sich es auch gewünscht. Und ja, ich würde sagen, ich lege einfach gleich mal los. Also, als wir aus dem Krankenhaus nach Hause gekommen sind, hat sie die ersten Wochen immer bei mir geschlafen. Dadurch, dass ich auch gestillt habe, war es einfach viel, viel einfacher für mich, dass sie bei mir im Bett geschlafen hat, weil ich sie dann einfach gleich anlegen konnte und sozusagen gleich wieder weiterschlafen konnte. Als sie ungefähr 8 Wochen alt geworden ist, habe ich dann mal angefangen, sie über den Tag mal in ihr Bett reinzulegen. Das fand sie aber immer eher doof. Sie ist dadurch wach geworden. Und dann habe ich es aber so gemacht, dass ich sie gestillt habe in unserem Bett. Und dann ist sie dort eingeschlafen, bin ich aus dem Zimmer rausgegangen und dann hat sie in unserem Bett erstmal so alleine geschlafen. Dann haben wir sie eigentlich immer über den Tag versucht ins Bett zu legen. Aber wenn es gar nicht geklappt hat, dann haben wir sie einfach ins normale Bett gelegt, weil da ist natürlich auch der Geruch der Eltern viel mehr drinne und für so ein kleines Baby ist ja irgendwie auch logisch. Es gibt natürlich Babys, die das von Anfang an gut machen im eigenen Bett. Bei Mila war das nicht so. Ja, aber mein Ziel war es, dass sie in ihrem eigenen Zimmer bzw. erstmal in ihrem eigenen Bett schläft. Und genau. Auf jeden Fall ist ganz wichtig, dass man nicht aufgibt, dass man, wenn man wirklich das Ziel vor Augen hat, okay, ich möchte das so und so, dann soll man da auch dranbleiben und nicht sagen, okay, dann schläft sie jetzt halt in unserem Bett. Das hatte ich auch ab und zu, dass ich dachte, ja, was soll's, was soll ich uns allen Stress machen, dann soll sie halt bei uns im Bett schlafen. So, und dann dachte ich mir irgendwann, ich möchte mich mal gerne wieder bewegen können in meinem Bett. Ich möchte liegen können, wie ich es möchte. Und mir ist auch aufgefallen, dass Mila viel, viel öfters wach geworden ist. Wenn sie meine Berührung gespürt hatte, ist sie öfters wach geworden. Oder wenn wir ins Zimmer rübergegangen sind, ins Schlafzimmer, dann ist sie wach geworden. Und das hat mich dann irgendwann ein bisschen genervt. Und ich habe es einfach immer wieder am Tag versucht, sie ins Bett zu legen und das hat dann irgendwann immer besser geklappt, sodass sie den Vormittagsschlaf, Mittagsschlaf, am Anfang schlafen die ja eh sehr viel, da konnte man das gut immer üben. Genau, und das haben wir dann so bis zum 4. Monat gemacht, bis sie 4 Monate alt war, dass wir es immer ausprobiert haben, aber es hat alles nicht funktioniert, sie hat immer bei uns im Bett geschlafen. Oder was auch ab und zu war, dass sie dann in ihrem Bett eingeschlafen ist und wir sie dann aber spätestens um 12 oder 1 zu uns rüberholen mussten, weil sie einfach nicht mehr im Bett weiterschlafen wollte. Und dann mit 4 Monaten habe ich dann angefangen, da hat man schon so ein bisschen festere Zeiten gehabt. Da kann ich auch gleich zu sagen, was sehr wichtig ist, dass man die Zeiten, wann das Baby ungefähr schläft, kennt. Es bringt wirklich nichts zu sagen, okay, um 12 musst du Mittagsschlaf machen, um 19 Uhr musst du im Bett sein und dann musst du um 7 Uhr morgens nochmal schlafen und in der Nacht am besten durchschlafen. Das funktioniert echt überhaupt nicht. Wenn das Kind nicht müde ist oder nicht in den Schlaf kommt, dann bringt es auch nichts, da auf Krampf versuchen, das Kind ins Bett zu kriegen. Allerdings war mir schon wichtig, dass sie ihre Zeiten bekommt und dann habe ich zum Beispiel, wenn sie schon um 6 müde war oder schon um 5, habe ich versucht, sie ein bisschen abzulenken, sodass sie dann wirklich erst um 7 ins Bett geht. Und das hat dann auch wirklich von Monat zu Monat immer besser geklappt und sie hatte dann wirklich, also jetzt mittlerweile hat sie wirklich fast stundengenau ihre Zeiten, wo sie schläft. Dazu komme ich aber gleich. Bei Mila war es immer sehr deutlich zu sehen, wann sie müde ist. Sie hat sich die Augen gerieben, sie hat immer so ganz schmollig geguckt und schon ganz müde, hatte ganz rote Wangen und war schon so ein bisschen taumelig und sehr auf mich fixiert dann und wollte viel auf den Arm. Und dann wusste ich, sie ist müde und jetzt geht es auch relativ schnell, dass sie einschläft. Genau, und wenn das Kind dann noch müde ist, dann geht es auch wirklich schnell. Dann braucht man nicht da stundenlang schaukeln. Mila war oder ist eigentlich immer noch sehr ein Schaukelkind. Sie liebt das, geschaukelt, gewippt zu werden.
Genau. Und das wollte ich ihr aber auch mit nach und nach abgewöhnen, dass es nicht immer dieses Schaukeln ist. Es ging nämlich wirklich in den Rücken. Dann wusste ich ja irgendwann, okay, sie schläft so zwischen 12 und 1, macht sie ihren Mittagsschlaf. Dann werde ich sie ins Bett legen. So, und dann habe ich sie einfach auf den Arm genommen, sie gestillt. Was ich auch immer mache, ist, sie in eine Decke zu legen. Eine Decke, die schon ihren Geruch bzw. unseren Geruch ein bisschen hat. Und dann einfach in diese Decke und dann habe ich sie gestillt. Und wenn sie beim Stillen eingeschlafen ist oder auch noch nicht, dann habe ich sie nochmal so ein bisschen geschaukelt, nochmal ihre Stirn so ein bisschen gestreichelt und sie dann ganz vorsichtig ins Bett gelegt, so dass wirklich kaum zu doll dieser Schrecken mit so Bums ins Bett reinzulegen, das hätte bei ihr überhaupt nicht funktioniert. Und dann habe ich immer noch so die Decke so ein bisschen an ihrem Ohr gelassen, dass sie einfach noch das Gefühl hat, okay, da ist irgendwas. Und sie hat es auch, ich habe sie dann auch auf der Decke drauf liegen lassen. Sie schläft übrigens nicht im Schlafsack, das hat sie von Anfang an nicht und das mag sie auch nicht. Sie hat von Anfang an mit Bettwäsche geschlafen und da ist nichts passiert. Sie ist auch eher so ein ruhiger Schläfer, sie bewegt sich eigentlich kaum. Ja, genau. Und dann habe ich sie einfach zugedeckt und manchmal nochmal ihre Hand so ein bisschen gestreichelt und dann hat sie auch wirklich geschlafen. Und das hat wirklich den Mittagsschlaf und den Vormittagsschlaf auch wirklich immer richtig gut geklappt. Und ja, dann ging es natürlich zu dem Abend, dass sie dort in ihrem Bett schläft. Und nochmal ein ganz, ganz großer Tipp. Wir haben dann natürlich, sie war ja bei uns mit im Schlafzimmer, ihr eigenes Zimmer gemacht mit ihrem Bett und allem drum und dran. Und was ganz wichtig war für mich, Dunkelheit. Sie ist sehr schlecht eingeschlafen, wenn es hell war, gerade so um die Mittagszeit oder vormittags. Und dann habe ich gedacht, okay, ich versuche das mal, wenn es dunkel ist. Unser Flur ist sehr dunkel, dort ist sie mal relativ gut eingeschlafen auf meinem Arm. Und ja, dann habe ich dunkle Gardinen und seitdem schläft sie viel, viel besser auch, ja. Sie weiß einfach, okay, wenn Mama die Gardinen zumacht, dann kann ich jetzt schlafen. Und das hilft ihr auch wirklich total. Ich nehme sie auf den Arm, gehe mit ihr zum Fenster, mache die Gardinen zu, nehme die Decke, kuschel sie ein und dann bringe ich sie in den Schlaf. Zum Abend hin haben wir dann immer ein Ritual, was nicht immer funktioniert, aber zeitlich manchmal nicht. Manchmal kommt man einfach auch später nach Hause oder irgendwas ist dazwischen gekommen, aber wir versuchen das wirklich immer schon einzuhalten, das ist mir irgendwie sehr wichtig. Und zwar, abends kriegt sie mittlerweile keinen Milchbrei mehr, weil sie den einfach nicht mehr mag. Und jetzt habe ich angefangen, ihr ein Knäckebrot mit Frischkäse zu schmieren. Das bekommt sie dann, eine Gurke dazu, Paprika oder Apfel, Banane, irgendwie sowas kriegt sie dann dazu. Und dann ist es meistens schon 18 Uhr, dann putze ich ihr die Zähne, dann gehe ich mit ihr rüber ins Zimmer, mache sie sauber, ziehe den Schlafanzug an, wasche das Gesicht, habe ich ja schon gesagt, und dann kriegt sie immer noch ihre Schildkröte, diese iCloud, die so Wellen macht. Und die hat so eine ganz beruhigende Musik und da merkt sie dann einfach schon, okay, es geht ins Bett. Manchmal lese ich ihr was vor, da ist sie aber nicht so konzentriert bei. Also sie klatscht dann eher da so drauf rum und will das dann halten und ich habe das Gefühl, das pusht sie meistens immer noch mal ein bisschen mehr auf. Manchmal setze ich sie noch zum Spielen hin, das ist immer je nachdem. Manchmal ist sie einfach noch so fit, das muss aber jeder selber wissen. Klar kann man sagen, okay, ab 18 Uhr wird nicht mehr gespielt, weil das Kind nicht mehr aufgedreht werden soll. Aber ich habe das Gefühl, sie wird dadurch eher müder. Also vom Spielen, sich ein bisschen noch konzentrieren und irgendwas in die Kisten stecken oder ja. Ja, ich stille ja nicht mehr. Und dann mache ich eben alles für die Nacht fertig. Eine Flasche, je nachdem, manchmal trinkt sie manchmal nicht. Und dann gehe ich zu ihr rüber, nehme sie ganz wieder in ihre Decke rein, nehme sie auf den Arm, gebe ihr die Flasche, habe den Schnuller aber schon in der Hand. Und ja, dann gebe ich ihr den Schnuller
Und dann genieße ich nochmal die Zeit mit ihr. Ich lasse sie auf meinem Arm, streiche ihre Hand, ihr Gesicht, ihre Stirn und manchmal summe ich noch ein bisschen dabei. Oder ich mache so Geräusche, sodass sie sich einfach beruhigt. Und dann lasse ich sie echt nochmal so 5 bis 10 Minuten auf meinem Arm. Ganz dicht, weil ich das selber total genieße. Weil, ganz ehrlich, das wollte ich auch nochmal sagen. Macht euch da nicht so einen Stress, so mein Kind muss im Bett schlafen, mein Kind muss dann und dann essen. Und ich war auch so am Anfang, dass ich dachte, ich muss meinem Kind das alles angewöhnen, dass alles geregelt ist. Aber ganz ehrlich, irgendwann ist euer Kind groß und oder beziehungsweise schon in ein paar Jahren, da wird das Kind nicht mehr bei euch auf dem Arm schlafen wollen oder so dicht die Nähe haben wollen. Und deswegen genieße ich das einfach nochmal, dass sie bei mir ist, ich sie streicheln kann, ich ihr zufriedenes Gesicht sehen kann und dann hat sie ihre Hand an meinem Herz und schläft dann, oh, das ist so schön, dann schläft sie ein und dann stehe ich ganz vorsichtig auf und dann lege ich sie rüber und ja, dann bleibe ich nochmal ein bisschen bei ihr sitzen, streichle manchmal noch ihre Hand, wobei das wollte ich ihr jetzt auch mal abgewöhnen. Dass ich nicht mehr dieses Streicheln noch mache im Bett. Weil manchmal wird sie dadurch auch nochmal so ein bisschen wach und denkt, okay, Mama lässt jetzt meine Hand los, sie könnte jetzt gehen. Und da sind wir gerade dabei und das klappt auch ganz gut, dass ich sie einfach nur noch hinlege, Decke drauf, nur da stehen bleibe und dann verlasse ich den Raum. Was auch wichtig ist, zu merken, wie schläft das Kind am besten. Zum Beispiel, ich habe sie dann ja in der Decke und lege sie immer auf die Seite, weil sie auf der Seite einfach am besten schläft. Sie kuschelt sich dann so ein bisschen noch an und hat das Gefühl, da ist was. Ich lege ihr hier immer noch was so ein bisschen hin. Und wenn das Kind lieber auf dem Rücken schläft, dann legt es auf den Rücken. Was auch ganz gut ist, das Kind ein bisschen festzuhalten, dass das einfach nicht diese Schreckmomente hat, beziehungsweise immer noch das Gefühl hat, da ist was. Und wenn es gerne auf dem Bauch liegt, dann auf dem Bauch legen. Also Mina hasst es, auf dem Bauch zu liegen und das hat noch nie bei ihr funktioniert. Ja, also das auf jeden Fall auch mit beachten, welche Position das Kind am schönsten findet zum Schlafen. Und das klappt jetzt seit dem 7. Monat sehr gut bis gut. Und jetzt seit die 9 Monate ist wirklich richtig gut. Ja, was ich auch schon mal in dem Gemeinschaftsvideo von uns gesagt habe, das verlinke ich euch nochmal in der Infobox. Da sind auch nochmal so ein paar Einschlaftipps für euch. Da habe ich ja schon gesagt, dass ich das Bett vorher immer geföhnt habe, beziehungsweise meinen Mann und sie dann reingelegt habe, was auch wirklich gut geklappt hat, weil sie mochte nicht einfach so ins kalte Bett gelegt werden. Man kennt das ja selber, wenn man so ins kalte Bett hüpft, dann kann man ja auch nicht sofort einschlafen. Auf jeden Fall habe ich ja dann so gemacht, sie einfach gleich in die Decke zu legen, auf meinem Arm und dann hat sie einfach das immer bei sich. Das ist auch wirklich so, es gibt so ein Buch, das habe ich selber noch nicht gelesen, das soll aber sehr gut sein. Das heißt irgendwas mit No Cry Sleep, irgendwie sowas. Sozusagen der Feind gegen das Buch, jedes Kind kann schlafen lernen, was ich wirklich schrecklich finde. Ich habe da ein paar Sachen im Internet gelesen und selbst mal ein bisschen reingelesen. Also ich habe es mir nicht gekauft. Es ist schrecklich. Und dieses Video wird jetzt wahrscheinlich ein bisschen länger, aber ich wollte es jetzt nochmal sagen. Wenn euer Kind weint, dann hat es was. Bei uns gab es auch Situationen, wo ich dachte, Mila, du gehst jetzt in dein Bett und schreist einfach, weil ich auch mit den Nerven irgendwann am Ende bin. Dann trage ich sie rüber, sie schläft auf meinem Arm ein, dann lege ich sie hin und sie wird wieder wach. Und kennt ihr das, wenn ihr das Kind auf dem Arm habt, beziehungsweise hinlegt und auf einmal pling, sind die Augen auf, als wenn nichts gewesen wäre, als wenn sie nie müde gewesen wäre. Und das sind so Situationen, wo ich manchmal denke, ah, oh, schlaf endlich. Und da habe klar, ich habe sie auch mal ins Bett gelegt und 5 Minuten schreien lassen, weil ich einfach selbst mal durchatmen wollte. Und aber das kann ich auch nicht lange. Und ja, einfach zu wissen, oder diese Methode, die es da gibt, die ist einfach grausam. Man kann doch nicht sein Kind ins Zimmer legen, die Tür zumachen, am Licht aus, vor der Tür warten, ja, schreien, okay, nach 5 Minuten oder was weiß ich, kann man reingehen, das Kind beruhigen, wieder rausgehen.
Das Kind wird doch total kirre im Kopf. Ist klar, dass es irgendwann einschläft vor Erschöpfung und Müdigkeit. Und was man da einem Kind antut, ist wirklich. Ich meine, nicht mal ein erwachsener Mensch möchte so behandelt werden. Oder? Wollt ihr so behandelt werden? Ich meine, wenn ihr euch alleine fühlt, dann braucht ihr doch jemand, der da ist, den ihr vertrauen könnt, wo ihr wisst, der ist bei mir und wenn ich wach werde, ist er immer noch da oder kommt ganz schnell rüber. Ich habe ein Baby von bei mir stehen zum Beispiel und wenn es einmal anschlägt, gehe ich nicht sofort rüber. Aber wenn es nochmal anschlägt, dann schon, weil ich möchte nicht, dass sie wach wird und Angst kriegt. Also am Anfang war es so. Mittlerweile hat sie es kapiert, dass Mama irgendwann rüberkommt. Morgens zum Beispiel spielt sie dann mit ihrem Schaf da noch im Bett. Ich kann noch ein paar Minuten liegen bleiben und sie weiß, ich komme. Und sie ist dann auch nicht traurig. Aber wirklich, diese Methode, die finde ich schrecklich. Mila zum Beispiel hatte letztens, da war ich echt am Ende, sie wollte nicht schlafen. Sie ist immer wach geworden. Ich bin alle 5 Minuten in ihr Zimmer rübergegangen und sie wollte nicht schlafen. Oder beziehungsweise war immer wach. Und dann habe ich ihren Bauch einfach mal gefühlt und der war hart, wirklich steinhart. Und dann habe ich gedacht, okay, ich hole sie zu mir rüber. Ich dachte, okay, dann vielleicht ist alles vorbei. Sie will dann nur noch bei mir schlafen, aber nein. Sie hat sich total entspannt. Sie hat ist irgendwann wieder wach geworden, hat geschiedert und war wieder glücklich. Und dann war noch eine Nacht da, dachte ich, was ist los? Warum schläfst du nicht? Ja, da kam ihr dritter Zahn nächsten Tag raus. Also, es ist immer irgendwas. Und gerade beim Zahn, da braucht das Kind euch. Das hat Schmerzen. Nicht jedes Kind, aber bei ihr war es wirklich schlimm. Sie hat Schmerzen und Bauchschmerzen. Es ist schlimm. Da braucht man die Mama, die den Bauch streichelt. Und ich weiß, es ist anstrengend. Aber man hat sich das ja irgendwie auch ausgesucht, ein Kind zu bekommen. Und ja, also wirklich, die Zeit ist irgendwann vorbei, wo euer Kind euch braucht oder bei sich haben möchte. Also genießt es irgendwie. Und ich weiß, es ist wirklich anstrengend manchmal. Und ich drehe manchmal auch wirklich am Rad und denke, ich lasse dich jetzt da schreien. Ich komme jetzt nicht nochmal rüber. Und dann muss man das wirklich auch mal machen. Und das ist dann auch nicht schlimm, weil irgendwann sind die Nerven am Ende. Ja, jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift vom eigentlichen Thema. Auf jeden Fall habe ich sie ganz behutsam daran gewöhnt. Ihr könnt zum Beispiel ein Kuscheltier mit reinlegen. Bei ihr ist es nämlich jetzt zum Beispiel, das wollte ich noch sagen, die Decke, die sie einfach als Kuschelpunkt hat. Und Ritual, dass das Kind begreift. Und es ist klar, wenn das Kind auf die Welt ist, es kapiert noch nicht, dass es im Bett schlafen soll. Das ist ganz normal. Einige Kinder, die möchten das von sich aus. Das gibt es auch. Aber wenn das Baby 10 Monate im Bauch war und dann soll es auf einmal komplett alleine klarkommen. Nee. Ja, auf jeden Fall, jetzt ist sie 9 Monate alt, es klappt gut im Bett. Ritual ist wichtig bei ihr. Ihre Zeiten sind wichtig einzuhalten. Wenn sie zum Beispiel am Tag den Mittagsschlaf mal ausfallen lässt, ist sie abends auch viel quengeliger. Ist klar, sie muss den Tag verarbeiten und wenn ich sie abends ins Bett lege, wird sie auch manchmal noch 3-mal wach. Aber auf jeden Fall braucht man Geduld. Was auch wichtig ist, gebt euch Zeit und gebt auch eurem Kind Zeit. Die Zeit, die das Kind dann braucht für die Abnabelung. Also ich meine, das ist ja auch ein Prozess, dass das Kind diesen Abnabelungsprozess, das ist für die Mutter schwer, das ist aber auch fürs Kind schwer, weil das Kind das ja nicht versteht. Man kann ja nicht sagen, okay, du schläfst jetzt in dein Bett ein und Mama kommt jederzeit, wenn irgendwas ist. Das versteht das Kind nicht, man kann es nicht sagen. Und gebt euch Zeit. Es kann auch 2 Jahre dauern, dass euer Kind nicht im eigenen Bett schläft. Es kann aber auch schon noch 8 Wochen klappen, dass das Kind im eigenen Bett schläft. Ja, auf jeden Fall ein bisschen Geduld auch dabei haben. Und man muss da auf sein Kind auch hören, was könnte sein. Und versucht euch einfach irgendwie selber so ein bisschen das Kind ein bisschen auszutricksen, sage ich jetzt mal. Und irgendwann gewöhnt sich's dran. Und Mila schläft so, so viel besser in ihrem Bett, weil sie einfach Bewegungsfreiheit hat.
Sie riecht mich nicht sozusagen und weiß, hat nicht immer so, oh, Mama ist ja auch noch da und da könnte ich jetzt mal wach werden und ein bisschen kuscheln oder an die Brust, so war es ja damals. Genau, und jetzt habe ich auch abgestillt, seitdem schläft sie eh sowieso ein bisschen besser. Aber es hat auch mit dem Stillen geklappt. Also es hat auch nicht immer damit zu tun, dass das Kind nicht satt ist. Ich habe ihr dann zum Beispiel jetzt die Nachtflasche abgewöhnt, dass sie nachts nicht mehr trinkt, einfach nur noch abends und morgens. Und das klappt auch wirklich gut. Mir hat noch eine Hebamme empfohlen, nee, eine Ärztin sogar, wir gehen ja immer zu einer Mütterberatung. Ich hatte nämlich gefragt, was man da machen kann. Und es ist immer ganz gut, den Mann zweimal die Woche mit einzubinden, dass der mal rüber geht. Bei meinem Mann war das eher nicht so, weil ich auch gestillt habe. Und dann einfach auch nicht rüber zu gehen, wenn das Kind anfängt zu weinen oder sich nicht beruhigt. Einfach wirklich den Mann auch mal machen lassen. Das fällt mir auch sehr schwer. Und ja, aber es ist natürlich dann auch mal so ein bisschen Erholung für die Frau. Und ja, dann habe ich ihr auf jeden Fall die Nachtflasche abgewöhnt. Da hat sie erstmal ein bisschen rebelliert, ein bisschen geschrien und ja, aber das muss dann auch mal sein. Und weil ich wusste, es ging ihr nur ums Einschlafen. Und dann habe ich den Schnuller und das klappt seitdem wunderbar. Also es ist auch alles immer ein bisschen Gewohnheit und ja, man muss das Kind so ein bisschen lenken und ja, dann funktioniert das auch. Also Geduld muss man haben, starke Nerven muss man haben. Macht euch auch nicht verrückt. Es gibt hier einige YouTube-Mamas zum Beispiel, da schlafen die Kinder im Bett und schlafen schon durch. Macht euch dadurch auch nicht verrückt oder davon. Das ging mir auch ganz oft so, dass ich dachte, oh, wieso schläft mein Kind denn nicht durch? Wieso schläft mein Kind nicht im Bett? Und was mache ich bloß alles falsch? Aber das sind alles verschiedene Charaktere. Jedes Kind ist anders. Ganz, ganz, ganz unterschiedlich sind die Kinder. Und der eine braucht die Mama mehr, der andere braucht die Mama weniger. Dafür hat das Kind vielleicht ganz was anderes, womit die Mutter nicht klarkommt. Also macht euch mit sowas auch und vergleicht einfach nicht immer. Also ja, einfach zu denken, mein Kind ist so, dann ist es halt so. Und ich komme damit jetzt so klar und muss auch so klarkommen. Und auf jeden Fall das Ziel nicht aus den Augen lassen. Also nicht sagen, okay, jetzt lassen wir das alles, weil dann muss man wieder von vorne anfangen, wenn man sich doch wieder dafür entscheidet. Und ich hoffe, oder beziehungsweise denke ich schon, dass das Video jetzt ganz schön lange geworden ist. Wenn ihr noch Fragen habt, was ich vielleicht jetzt gar nicht erwähnt habe, weil es jetzt ja doch ein bisschen durcheinander geworden ist, schreibt mir gerne in die Kommentare, dann antworte ich gerne drauf. Und ja, wenn ihr noch Tipps habt für andere Mamas, dann könnt ihr das unten reinschreiben. Oder wenn ihr irgendwelche Methoden habt, die ihr gut findet, auch gerne in die Kommentare schreiben. Und ansonsten wünsche ich euch ruhige Nächte und starke Nerven. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss. Every day.